Die lautet Wet Hot. You have to destroy the Massa Alien in Surveys Area 10. Okay. This is it. If she gets past me here, it's game over. If she gets past, let's make this count. Okay. Okay, das sieht aber nach, das sieht sehr stark nach letzte Mission aus. Also es hört sich auch sehr stark nach letzte Mission an. Service, wo ist denn das? Ist das nicht hier direkt? Das ist direkt hier nebenan. Okay. Schaffen wir es mit so wenig Gesundheit? Hier liegt auch nirgendwo mehr was rum. Das wäre natürlich scheiße, in der letzten Mission zu sterben. Wie viel haben wir? 42%? Ja, können wir schaffen, vermute ich mal. Also ich denke, ja, 40%. Nein, nicht nochmal treffen lassen. Das ist natürlich kacke jetzt. Wir versuchen es einfach mal. Die letzte Mission mit rotem Feuer. Toll, das wird spaßig. Mal gucken, ob wir Alien schaffen. Ah, hier sind, glaube ich, die Nester wieder... Haben wir die Nester nicht kaputt gemacht oder waren wir noch gar nicht? Merkwürdig. Guck mal hier. Hier ist doch irgendwo feuerlich hier noch irgendwo rum. Das habe ich doch gerade auf der Karte gesehen. Wo ist denn das? Ist das doch irgendwo da unten? Ich weiß auch nicht, wo die Mutter ist. Okay, hier ist schon mal grünes Feuer. Da ist die Mutter. Oh, das ist sogar blaulich. So ein bisschen dunkelblaulich. Das ist wahrscheinlich die oberste Mutter-Alien überhaupt sein. Und ich lasse mich von dem Heini treffen. Das ist so dumm. Weil ich jetzt echt jede Gesundheit brauche. Oh, Mann. Aber mit grünem Feuer will ich da ehrlich gesagt nicht gegen kämpfen, aber... Scheint so, als hätte ich keine andere Wahl. Oder ist irgendwo in der Ecke noch blaues Feuer, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Da wird zumindest ein bisschen... Oh mein Gott, lass dich nicht davon treffen, ey. Ach, ich komme da gar nicht ran. Ach du Scheiße. Ich komme da gar nicht hin. Okay. Dann müssen wir nochmal zum Automaten und gucken, wo das nochmal ganz genau ist. Weil, das ist natürlich kacke jetzt gerade. Vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen Gesundheit holen, weil 24 ist doch ein bisschen wenig. Ah, Mann, diese Viecher sind hier überall. Das nervt so dermaßen. So, durch hier. Hier runter. Hui! So, hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Nee. Okay, gut. Dann gucken wir nochmal kurz im Automaten rein. Wo das der anderen Seite hinführt. So, hier war das ja. Dann gucken wir mal so. Mein Area 5, da waren wir doch gerade. Okay. Ach so, ah ja, klar, da sind wir ja gerade reingegangen. Okay, da müssen wir von der anderen Seite rein. Alles klärchen. Gut, ich glaube aber, Minic Bay ist bestimmt nicht mehr aufgeladen, oder? Ich glaube nicht mehr, dass da jetzt wieder Verbandskästchen drin sind. Aber wir gucken mal nach, ob die schon wieder da sind. Weil sonst müssen wir tatsächlich nochmal kurz nach oben gehen, ein letztes Mal. Auch wenn das ein bisschen nervig ist. Und sind die wieder da? Tatsächlich, boah, die sind aber echt schnell da, ne? Dann sammeln wir die wieder auf und dann geht's zur Mutter, der Mutter oder sonst irgendwie. Dann haben wir hoffentlich das Spiel jetzt endlich durch. Das hört sich mir so negativ an, wenn ich das so sage, aber... Wie gesagt, irgendwie, irgendwann reicht's auch dann mal. Oh, verdammt. Und ich glaube, das wird einer meiner langweiligsten Remembers sein, wenn ich... Die sind ja eh alle schon ein bisschen öde, aber... Das wird wahrscheinlich der Gipfel sein. Was echt immer wieder dasselbe ist. Aber ich muss sagen, als Spieler ist das irgendwie trotzdem abwechslungsreich und macht Spaß. Zu gucken stelle ich mir schrecklich vor, aber... So ist ganz angenehm eigentlich. So, jetzt können wir auch die restlichen Raketen nochmal ein bisschen losfeuern. Muss nicht so sparsam damit umgehen. Das war knapp. Die letzten Aliens vernichten. Ja, so blaues Feuer. Hoffen wir mal, dass in der Mine Area noch irgendwo blaues Feuer ist, weil sonst wird es echt unangenehm mit der, weil die wird wahrscheinlich, ich bin mir sehr sicher, die ein bisschen mehr aushalten wird. So, gut. Dann gehen wir mal durch den Korridor wieder zurück. Ich habe keine Lust, dass mir die letzten Minuten nochmal hier durchzukriechen. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich irgendwie keine Lust drauf, jetzt hier durchrennen. Oh, und das wird wahrscheinlich mein Verhängnis werden, wenn das so weitergeht. Wow. Ja, lieber nochmal vorsichtig sein, die letzten Minuten. Das kommt doch ein bisschen besser. Oh, jetzt nochmal zu sterben, das wäre... Boah. Hoffentlich macht die Mutter da nicht so viel, nicht unbedingt mehr Schaden als sonst, weil dann habe ich echt ein Problem. Boah, wenn ich jetzt sterben würde, boah, da ist so kein Bock drauf. Alles nochmal machen, ey. So, wo war... Oh, genau, die Gesundheit war genau, die war auf der anderen Seite durch diesen Geheimgang. Ich muss einmal ganz rum. So, hier steht endlich oben niemand mehr. Kommen wir hier durch.
Ja, absolut. Jetzt ist irgendwie gar keiner mehr da aus irgendwelchen Gründen. Okay. Nein. Mal hier hoch am besten. Oh, ich glaube, hier müssen wir sogar lang. Jawohl. Dann ist ja hier der Durchgang. Jawohl. Ah, blaues Feuer. Sehr schön. Das tut sehr gut. 66%. Sehr schön. Damit geht es zur Mutter. Muss doch hier schon direkt am Anfang irgendwo sein, oder nicht? Kann doch nur... Oh! Die muss doch jetzt hier direkt irgendwo rechts sein. Erstmal noch ein paar Nester. Vielleicht von ihr selber persönlich. Oh, wo kommen die denn jetzt hier? Oh, wo kommen die alle her? Ah, geh weg von mir. Ist sie hier? Da ist sie. Okay, gut, 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 gut. Jetzt muss ich nur warten, bis sie richtig kommt. Dann ist sie auch weg, denke ich mal. Okay. Na, wir sollten Geduld haben. Na, soll ich einfach reinlaufen? Ich hab ein bisschen Angst davor. Ah, hier ist so ein kleiner Durchgang. Ah, oh, hier ist meine Chance. Nein, versaut. Noch eine Chance. Komm, jetzt weg. Jawohl, das war's auch schon. Kein Problem. Also, das blaue Feuer ist einfach zu mächtig. Muss ich in dem Punkt wirklich mal ein bisschen kritisieren. Zumindest die Mutter-Aliens oder die Mother-Aliens sollten ein bisschen mehr aushalten mit dem blauen Feuer, weil das ist sonst irgendwie ein Witz. Guckt euch das an, das war keine Herausforderung. Da sind die kleinen Biester, die immer auf mich zurennen, ja schon gefährlicher als das gerade eben. Ja, ich denke mal, ich glaube nicht, dass noch eine zusätzliche Mission erscheinen wird. Das sah mir nicht irgendwie danach aus, weil das war irgendwie für mich, sah das für mich wie ein Abschluss aus. Dann können wir uns diese kleine Cutscene nochmal angucken, die ja jetzt nicht so besonders ist. Also im Film war das ja irgendwie so, dass... Wir hatten mal im Film, im Film war ja nur ein Alien da, dazu muss man immer sagen, hier ist eine ganze Horde, aber im Film war nur ein einziges da. Und dann wurde das ja irgendwie mit Blei übergossen. Und dann wird das irgendwie, dann ist das irgendwie zersprungen oder so. Ich glaube, ah genau, da wurde es auch irgendwie gekühlt und durch den Frostschock oder so, weil es ja gerade so heiß war und dann plötzlich kalt war, ist es irgendwie zersplittert oder irgendwie sowas. Ich glaube, so ähnlich war das. Und hier ist es ein bisschen anders, ein bisschen merkwürdig, aber egal. Ja, tatsächlich, wir waren ein bisschen schneller unterwegs, unter einer Stunde. Stage 6 Complete Passwort ist Overgame. Aber da kann es keine Stage mehr kommen, oder? Da kommt jetzt nur noch eigentlich die Cutscene, oder? Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das jetzt zu Ende. Genießen wir mal die Cutscene. Ja, jetzt kommt die Cutscene, ja. Die geht auch nicht so lange. Ja, aus irgendwelchen Gründen fahren wir Replay irgendwie so ein Monster-Ding und das Mutter oder die Queen, die Königin, die sieht ja richtig geil aus, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Die sieht richtig gut aus. Ich hätte sie gern mal als Gegner gehabt. Aber jetzt schieben wir die irgendwo runter und es kommt diese sehr merkwürdige Fallanimation. Und das war die actionreiche Cutscene. Jetzt kommt auch ein bisschen Story, kommt nochmal ein bisschen. The Queen Alien is finished. There's only one alien left and it's grown inside me. Ah ja, genau, das Kind der Königin hat sie ja in ihr gehabt und deswegen hat sie ja nichts getan oder so. I'll never let the company get their hands on it, never. Genau, dann kam ja die Firma und hat sie gerettet und damit die Firma nicht das Kind in ihren Händen kommt, hat sie, glaube ich, selbst umgebracht, indem sie irgendwie in Lava gesprungen ist, das wir jetzt hier nochmal sehen dürfen. War echt kein guter Film, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Hat an die Qualität der vorigen Filme überhaupt nicht rein, weil ich glaube, da habe ich am Anfang ein bisschen drüber geredet. Aber das ist ja alles meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, das war auch, glaube ich, jeder. Die meisten konnten das, glaube ich, dann auch ein bisschen. Die Kritiker waren, die Kritiken waren ja auch nicht so übel. Ja, das war's. Das war Alien 3 nach sehr langer Zeit. Also. The Master, okay. Cool, aber so Nicknames. Das ist ja witzig. Ja, das war das Spiel. Ich kann ja kurz. Kleines Resümee, vielleicht eine kleine Zusammenfassung, was ich gut oder schlecht finde. Es ist ein Remember-Teil, den ich als Kind gespielt habe. Von daher werde ich das Spiel nur eigentlich loben und kaum was Negatives finden. Das haben alle diese Spiele an sich leider bei mir. Weil ich die einfach als Kindheitserinnerung einfach perfekt finde. Grafik ist eigentlich wie, ja, ist eigentlich geil. Eigentlich kann man, Grafik ist eigentlich jetzt wirklich nichts Besonderes. Die ist eigentlich durchschnittlich ganz gut, nichts Schlimmes, nichts Negatives. Den Sound finde ich aber, will ich mal kurz hervorheben. Und das waren schon die Credits, die waren sehr kurz. Da habe ich nicht so wirklich viel Zeit, noch irgendwas zu erzählen. Aber okay. Ich finde den Sound in dem Spiel extrem gut, muss ich mal echt mal sagen. Weil das echt dieses Endzeit-Szenario irgendwie sehr gut rüberbringt. Es hat mich als Kind unglaublich gegruselt, diese Musik. Und diese Soundeffekte finde ich einfach geil, wie dieses Maschinengewehr und diese Raketen. Aber das habe ich, glaube ich, alles schon ein bisschen erwähnt. Das ist schon... Das ist, also... Soundmäßig finde ich das Spiel wirklich ziemlich cool. Und auch die gesamte... Die gesamte Präsentation ist irgendwie schön. Und ich finde auch, dass das irgendwie... Ich mag nicht immer diese Spiele zum Film. Aber ich finde, dieses Spiel ist irgendwie für mich eine Ausnahme, weil das irgendwie
Oh, schöne Musik am Ende. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Viele Spiele, also viele Spiele zu einem Film schaffen irgendwie nicht diese Atmosphäre eines Films zu schaffen. Und ich finde, dieses Spiel schafft das irgendwie. Ich finde, diese Alien-Atmosphäre ist in diesem Spiel vorhanden irgendwie. Ich finde es einfach, die gesamte Präsentation ist einfach super. Die passt einfach zum Film, obwohl es ja keine wirklich filmgetreue Spiel ist. Aber auch das hatten aber viele SNES-Spiele zum Film. Die sind irgendwie alle sehr gut gelungen. Heute Spiele zum Film finde ich zum Kotzen. Die meisten zumindest, aber das ist eine andere Sache. Das waren eigentlich auch schon die positiven Sachen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, immer so ein bisschen Notizen aufgeschrieben. Aber was heißt stört, aber das sind so Sachen, wo noch ein bisschen Potenzial war. Das ist ja jedem aufgefallen. Das ist letztendlich immer, jedes Level für sich ist letztendlich dasselbe. Es ist immer dieselbe Umgebung. Es sind dieselben Waffen, dieselben Musikstücke, sage ich mal. In anderen Worten, wenn man die ersten zwei Level gespielt hat, hat man eigentlich schon das ganze Spiel gesehen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wann zuerst dieses Mutter-Alien kommt oder so, ich glaube, das kommt schon in der zweiten Stage und dann hat man eigentlich alles vom Spiel schon gesehen letztendlich. Es wird am Ende nur ein bisschen schwieriger und alles und sonst ist alles relativ gleich. Das ist dann auch, hat auch mit den Quests ein bisschen zu tun. Also nach zwei Stages hat man jede Quest einmal gesehen und durch. Und das ist ein bisschen schade, dass wirklich die Quests sich immer dieselben Quests wiederholen. Aber ich mag es irgendwie. Ich kann nicht begründen, warum ich es mag, aber ich mag es irgendwie. Wahrscheinlich, weil ich es als Kind gespielt habe. Wahrscheinlich deswegen, einfach diese Kindheitserinnerung. Aber immerhin sind diese Quest-Dinger immer, oder die Missions oder die Missionen, wie man es nennen darf, immer so ein bisschen anders beschrieben. Und dazu muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, tut mir leid, dass ihr mein gammeliges Englisch mit anhören musstet. Ich lese umgehend englische Texte vor, weil ich es einfach nicht kann. Ich habe sehr schlechte Aussprache und ich kann auch sehr schlecht Englisch. Aber hier wollte ich es einfach mal machen, weil es dazugehört und... tut mir leid, das ist so schrecklich angehört. Also, vielleicht solltet ihr gar nichts von irgendwas, was ich Englisch ausspreche, anhören, weil damit macht ihr eure eigene englische Aussprache wahrscheinlich kaputt oder sonst irgendwas. Ja, was kann man jetzt eigentlich noch zum Schluss sagen? Eigentlich ist es eigentlich ein nettes Spiel, was ich persönlich immer zwischendurch ein bisschen spielen kann. Aber komplett durchspielen ist dann immer so eine Tortur am Ende, weil sich echt lange immer wiederholt. Und ja, also, das kann man, glaube ich, zum Schluss wirklich zusammenfassen. Also, eigentlich ein wirklich nettes Spiel für zwischendurch, was mir als Kind wirklich, oder welches mir wirklich als Kind wirklich große Angst eingejagt hat. Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an dich als Zuschauer, dass du wirklich die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen Zeit zu verbringen, sozusagen. Das ist für mich immer noch unvorstellbar. Aber okay, und natürlich wäre natürlich toll, wenn ich irgendwie jemanden von euch irgendwie das Spiel ein bisschen näher gebracht habe. Das wäre schon cool, irgendwie zu wissen. Ja, das war's eigentlich. Mehr kann ich jetzt nicht wissen, wir können mal den Screen kann man noch nicht mal wegdrücken. Jetzt würde ich sagen, mit dieser schönen Endmusik würde ich sagen, sehen wir uns dann irgendwann mal und... Was ist das denn da? Irgendwas bewegt sich immer in so einer dunklen Ecke. Was ist das denn da? Oh Gott, was ist das denn? Oh!